Ja, hallo liebe Leute, hier bin ich mal wieder und zwar mit einem weiteren Let's Play Video zu meinen Pedicure Sachen, die ich habe. Letztes Mal ging es ja um Fresh Pedicure und ich dachte, machen wir einfach mal chronologisch weiter mit Hard Catch Pedicure. Ja, wer die Serie kennt, kennt dieses schöne Item auch. Das ist das Hard Perfume oder wie es im Japanischen heißt, das Kokoro Perfume. Das ist das für Kyo Blossom und Kyo Marin. Testen wir es einfach mal. Einmal für Kyo Blossom und dann noch für Kyo Marin. Das ist das Hard Perfume. Und wer die Serie kennt, es gibt ja auch noch Kyo Sunshine. Und Kyo Sunshine hat ein eigenes Hard Perfume. Oder besser gesagt, ein Shiny Perfume heißt es. Wenn man das vergleicht mit dem Hard Perfume, sieht man auch, dass das auch anders aussieht. Ja, testen wir das doch auch einfach mal. Ups. Erstmal einschalten. Das ist das Shiny Perfume. Okay. Dann gehen wir mal weiter zu den Angriffs-Items. Das hier, jeder, der die Serie kennt, dürfte erkennen, was das ist. Das ist das Flower Tact. Auch sehr schön bunt hier in der Mitte. Also, muss ich auch sagen, sehr, sehr schönes Spielzeug. Okay. Probieren wir es erst einmal wieder mit Cure Blossom. Und natürlich lässt sich auch die zweite Attacke damit einsetzen. Also, einmal für Kyo Blossom und dann kann man das Herbst hier auswechseln und einfach das für Kyo Marin einsetzen und dann testen wir es nochmal.
Da zweimal die erste Attacke und dann die zweite. Ja, also wie ich sage, ich muss schon sagen, also sehr, sehr schönes Spielzeug, auch sehr stabil, auch hier in der Mitte sehr schön gemacht. Leider gibt es halt nur das Flower Takt für Cure Blossom und für Cure Marine, das Moon Takt von Cure Moonlight gibt es leider, leider nicht. Warum, weiß ich auch nicht, wäre schön gewesen, wenn man das auch gemacht hätte, aber naja. Kann man nichts machen, ist dann eben so. Und ja, Cure Sunshine ist ja auch noch da. Die fällt natürlich wieder mal ein bisschen aus dem Rahmen. Hat keinen Flower-Takt, sondern das hier, das Shiny Tambourine. Und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig hinbekomme. Also, ich muss mich schon mal entschuldigen, wenn es immer so ein bisschen abgehackt aussieht, aber die Sache mit einer Hand zu bedienen, ist immer nicht so einfach. Also hier hinten ist auch ein Griff sonst dabei, mit dem man es festhalten kann, dann kann man es auch ein bisschen leichter drehen. Aber wie gesagt, mit einer Hand ist das alles ein bisschen schwierig, aber ich versuche so gut wie möglich hinzubekommen. Auch sehr schön glänzend hier alles innen drin, also auch wieder mal sehr, sehr schöne Spielsachen für Hard Catch. Okay, und dann haben wir zu guter Letzt natürlich noch das wichtigste Item in der ganzen Serie. Und zwar das hier, das Hard-to-Catch-Mirage, mit dem die Cures dann ihre Super-Silhouette-Attacke einsetzen können. Jetzt hoffe ich, dass ich es schon angeschaltet habe. Nein, ich habe es natürlich eben ausgeschaltet. Okay. Ja, das war das Hard Catch Mirage. Jetzt will ich den Ausschalter wieder nicht. Jetzt hab ich ihn. Ja, auch sehr, sehr schön. Hier ist auch unten, wenn ich das jetzt mit einer Hand wieder aufkriege, ja, noch so eine kleine Schublade drin, wo man diesen Stift zum Beispiel aufbewahren kann. Und auch die ganzen Hard Seeds, die man mit dem Mirage zusammen noch bekommt. Wie gesagt, auch sehr, sehr schön gemacht. Ja, das war ein Let's Play über meine Hardcatch Pretty Cure Spielsachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Und ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.